In diesem Video zeige ich euch zum einmal die neue Mobi-Kart-Strecke in Berlin, zum anderen fahre ich mit einem Kart, was einen extra Boost-Knopf hat und zum Abschluss gibt's nochmal ein Feedback von mir. Wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, dann klickt gerne einmal auf den Abonnieren-Button. Das ist nur ein einziger Klick und wird mich unheimlich unterstützen. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Und damit herzlich willkommen, ich bin Sandy und wir sind heute mal auf der neuen Mobi-Kart-Strecke. Im letzten Video habe ich euch ja erklärt, dass die andere Bahn zugemacht hat. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, einmal bitte auschecken, werde ich jetzt oben rechts verlinken. Dort bin ich sogar mit dem Rennkart auf der Strecke gefahren. So, das sind die Karts, sind jetzt Elektro-Karts. Und... den Sitz kann man nicht verstellen, wa? In dem neuen Video bist du auch mit drin. Ich habe heute ein neues hochgeladen da. War heute noch nicht auf die Strecke. Da sind wir ein Rennen bei Lukas, mit Lukas gefahren, ein Geburtstagsrennen von Lukas. Mit Sissi zusammen. Hast du auch das letzte Rockcup-Rennen oder was das war, wo du dabei warst? Ja, das habe ich auch noch. Genau, das kommt auch noch. Da ist noch eine Szene mit bei. Ja, wovon ich gerade mit Ben gesprochen habe, das war ein Abschlussrennen, was wir auf der Bahn noch gefahren sind, auf der alten. Dazu kommt auf jeden Fall auch noch ein Video. Und jetzt geht's erstmal los. Ja, erstmal muss man sich natürlich ein bisschen an die Bremse rantasten, denn die geht schon mal sehr schwer, kann ich sagen. Muss man schon ordentlich rauflatschen. Und jetzt gilt's natürlich erstmal herauszufinden, wo es lang geht. Ja, hier schon mal angeeckt, denn ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das Kart ist hinten auf jeden Fall, ja, gut breit. So, das war jetzt schon mal die erste Runde. Ja, hier durch die Schikane schon mal ganz gut durchgekommen. Und jetzt gilt es natürlich, ja, an den Leihkartfahrern erstmal ein bisschen vorbeizukommen, dass man auch mal ein bisschen freie Fahrt hat. Wie ihr seht, die Strecke ist nicht sonderlich lang, aber ich muss sagen, mit den Karts hat das doch relativ viel Spaß gemacht. Da die Beschleunigung bei Elektro-Karts immer sehr, 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 sehr cool ist. Ja, wie gesagt, mit freier Fahrt wäre es wahrscheinlich ein bisschen schöner gewesen, aber macht ja so auch Spaß und ich schätze mal, ist so auch auf jeden Fall spannender für euch, das zu sehen. Ja, hier sieht man schon, die haben schon ganz gut Geschwindigkeit auf jeden Fall, die Karts. So, hier angeeckt, da angeeckt. Ja, ich dachte, ich eck nochmal irgendwo an. was auch interessant ist, ist, dass die Lenkung auch brutal schwer geht. Habe ich beim Leihkart so auch bisher noch nie gehabt, glaube ich. Also es wirklich muss richtig hart am Lenkrad ziehen, dass es sich bewegt. Ich würde sagen, erster Eindruck war auf jeden Fall gut. Hatte auf jeden Fall gut Spaß, weil die Karts gehen halt auch vorwärts und was mir bloß aufgefallen ist hier, diese ganzen Ecken, die sehen wirklich ziemlich gefährlich aus. Also jetzt nicht, wenn ich jetzt alleine fahre, aber so wie hier steckst halt ganz schön im Verkehr. Wenn du da einmal hängen bleibst, das tut, glaube ich, weh. Und wie ihr hier auch seht, ich tue mich auch schwer, da so easy vorbeizukommen. Hinten raufgefahren. Jetzt einfach mal vorbeigedrückt und ja, nochmal jemanden gegengefahren. Ja, ihr seht, der Lenkwinkel, wenn man ganz langsam fährt, ist echt wie ein Schiff. Aber ich sag mal, wenn man schnell fahren kann und freie Fahrt hat, dann weiß ich nicht, macht das Kart auf jeden Fall das, was es soll. Hab mir hier auf jeden Fall gedacht, ja, macht Bock. Ja, hier gehe ich jetzt mal auf eine freie Runde. Was zur gleichen Zeit auch meine schnellste Runde ist. Ja, hier noch ein bisschen zu hart eingelenkt. Aber ich sag mal, mit zwei Runden freie Fahrt kannst du auch nicht so viel machen. Und das ist jetzt eine 21,8 gewesen. Ist jetzt nicht so schnell, glaube ich, aber sollte passen.
Ja, hier sieht man schon die Leichhardt-Kunden Ecken auch überall an. Und ja, ich habe noch ganz vergessen, das Format zu erklären, denn jetzt war es so, dass wir 8 Minuten Qualifying mit den Karts gefahren sind und dann nochmal 15 Minuten Rennen mit den anderen Karts. Denn ich hatte ja am Anfang gezeigt, dass wir noch Karts mit einem... Boom. Nochmal kurz jemanden weggeholzt. Dass wir nochmal kurz 15 Minuten mit dem anderen Kart fahren, was dann einen Boost-Knopf hat. Und da ist es folgendermaßen, denn mit diesen blauen Karts muss man eine gewisse Zeit schaffen, damit man die schnellere Stufe mit den anderen Karts fahren darf. Und die habe ich hier natürlich locker geschafft. Problem war allerdings nur, dass es nicht gestattet ist, die schnellere Stufe mit dem anderen Kart zu fahren. Sofern Leute mit bei sind, die noch die niedrigere Stufe fahren. Und das heißt, hier nochmal kurz Ben gewunken. Das heißt, ich musste jetzt quasi auch auf der niedrigeren Stufe fahren. So, dann geht's jetzt rein in die Orangen hier. Das sind nämlich die Rimos. Und ja, dann geht's jetzt los. Und ja, man merkt schon, das Kart lenkt wie ein Schiff. Und man merkt zusätzlich auch noch, dass ich sehr langsam bin. Ja, also die zweite Stufe ist das quasi, die man fahren kann jetzt mit den anderen. Die ist wirklich für mich deutlich zu langsam. Ich weiß nicht, es kann gut sein, dass das Leuten, ja, ihr seht auch, das lenkt gar nicht rum, dass das Leuten trotzdem sehr viel Spaß macht, die nicht so häufig fahren, aber gerade weil ich ja jetzt, übrigens drücke ich hier jetzt mal den Boost-Knopf. Was ein Boost. Ich drücke ihn gleich nochmal, weil einfach gar nichts passiert ist, gefühlt. Ja, worauf ich hinaus wollte, die normalen Leichhardt-Kunden haben bestimmt trotzdem Spaß. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, aber dadurch, dass ich jetzt ein sehr erfahrener Fahrer bin, ist das... Also weil es ist ja jetzt nur noch... Ich ärgere mich hier auch schon etwas. Es ist ja auch einfach gefühlt nur noch halb so schnell wie das Kart, was wir davor gefahren sind. Das ist halt irgendwie ein bisschen... Ja, aus Frustration drücke ich den Knopf schon wieder, aber der macht gefühlt nichts aus und ja, ist auch ärgerlich, man kommt hier nicht um die Kurven rum und naja. Jedenfalls, wenn ich jetzt das nächste Mal hinfahre, könnt ihr mal schreiben, ob ihr da noch ein Video zu sehen wollt, wenn ich dann mal alleine bin oder mit anderen, die auch eine höhere Stufe fahren dürfen. Dann kann ich da gerne auch nochmal ein Video zu machen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann lasse ich das. Ich werde sicherlich nochmal hinfahren und das testen. Dann kann ich euch nochmal ein neues Feedback geben. Wie gesagt, die ersten Karts waren super, aber mit denen hier hat das wirklich ja, deutlich weniger Spaß einfach gemacht. Ne? Wenn jetzt alle Stufe 3 fahren könnten, dann wäre es vielleicht cooler gewesen, aber sollte jetzt einfach nicht sein. Deswegen bin ich jetzt auch einfach ausgestiegen. Das hat mir dann auch nichts mehr gebracht. So, hier habt ihr nochmal einen Einblick in das Bistro. Da ist auf jeden Fall ordentlich Platz für viele Leute. Wir gehen jetzt nochmal raus in die Halle, denn das wird auf 2 Etagen gefahren. Hier untere Etage sind dann die Kiddies. Das ist separat. Hier noch was für die ganz Kleinen. Ja, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Was haltet ihr von der Strecke? Habt ihr auch mal Bock, da hinzufahren? Wie steht ihr zu Elektrokarts? Also ich bin eigentlich positiv gegenüber Elektrokarts, aber ja, wenn das halt runtergeregelt ist, bringt mir das halt nicht so viel. Könnt ihr euch ja gerne mal eure eigene Meinung bilden. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, nächste Woche. Haut rein. Sieht man mich noch? Ja. Ja, für die Leute, die nicht wissen, wo das jetzt hier ist. Nämlich habe ich bei den Bewertungen von der Kartbahn gesehen, dass viele nicht den Eingang finden. Hier ist der Eingang. Hier ist der Parkplatz. Und um hierher zu kommen, müsst ihr einmal da um die Ecke gehen, zur Straße. Und dann seid ihr da. Vorne ist auch ganz fett ausgeschildert, aber ich habe ein, zwei Mal gelesen, dass die Leute das nicht finden. Ja, also hier einfach um die Ecke zur Straße und das war's. Nicht so schwer, oder? Vorne ist auch eine riesengroße Fahne oder Schilder oder sowas. Eigentlich nicht so schwer.